einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu einem Skobel Extra. Es geht heute um eine Fernsehserie, die mich fasziniert, weil es um Liebe, Sex, auch um Gewalt geht. Aber all das ohne romantische Klischees, ohne Nacktheit, ohne Blut. Stattdessen geht es bei In Treatment, der Therapeut, um innere Handlungsstränge und Spannungen, bei gleichzeitigem Verzicht auf opulente Spezialeffekte. Aber die Spannung, die bleibt. In Treatment zeigt nichts anderes als Sitzungen eines Therapeuten, Paul Weston, gespielt von Gabriel Byrne, mit seinen wöchentlich wiederkehrenden Patientinnen und Patienten. In Treatment markiert das Coming-out der Psychotherapie im Fernsehen, und zwar weltweit. Die Frage ist, wie realistisch ist das, was die Serie zeigt? Genau das wollen wir heute in unserer Sendung herausfinden. Im Land der Sucht nach Action war ausgerechnet das Kammerspiel In Treatment ein großer Überraschungserfolg. Vielleicht, weil Therapie und Psychoanalyse in den USA, anders als bei uns, ein Bestandteil des Alltags ist. In Israel, wo die Serie erfunden wurde, war Betty Pool, so der Originaltitel, ein richtiger Straßenfeger. Es gab Quoten, von denen große Shows oder Actionfilme hier in Deutschland nur träumen können. Warum? Vielleicht, weil am Ende immer die Seele, die Psyche, unser größtes Abenteuer als Menschen ist und bleibt. Beginnen wir mit einem Ausschnitt aus der zweiten Staffel, dem Beginn der ersten Folge. Paul Weston ist nach seiner Scheidung, denn auch das kann Therapeuten passieren, gerade nach Brooklyn gezogen. Dann klingelt es an seiner Praxistür. Mr. Prince? Ja? Ich bin etwas erstaunt. Es ist über ein Jahr her. Ist irgendwas passiert? Ich habe jetzt den Bericht von der Navy erhalten. Es gab kein Anzeichen einer technischen Fehlfunktion. Das wusste ich nicht. Aber schon, dass mein Sohn nicht flugtauglich war. Das wussten Sie. Und Sie haben ihn nicht davon abgehalten. Ist das Ihre neue Praxis, wo Sie den Menschen helfen, wie Sie es mit Alex getan haben? Mr. Prince, Alex' Tod war eine Tragödie. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, was... Ich will nicht, dass Sie sich was vorstellen, Mann. Ich will, dass Sie es erleben. Ich verstehe Ihren Zorn. Sie verstehen gar nichts. Sie wollen etwas verstehen, Doktor? Vermutlich verstehen Sie das hier. Was ist das? Eine Klage gegen Sie. Ich habe denen gesagt, ich stelle die Forderung selbst zu. Ich hatte schon mit vielen Kunstfehlerfällen zu tun. Kunstfehler? Sie werden verklagt. Von der Familie Ihres Ex-Patienten. Sie ist der Meinung, Sie hätten erkennen müssen, dass Mr. Prince nicht flugtauglich war und dass Sie die Navy auf seinen Zustand hätten hinweisen müssen. Man verklagt Sie auf 20 Millionen Dollar. Verfluchte Scheiße. Nur 3 Millionen werden von Ihrer Versicherung gedeckt. Kennen Sie vielleicht den Bollinger-Fall? Der Chirurg, der bei einem an der falschen Seite des Gehirns operiert hat? Ich meine, der Kerl war vollkommen inkompetent. Die Fakten waren gegen uns. Aber ich habe ihn vertreten und wir haben gewonnen. Sie wollen damit sagen, dass die Versicherung Sie ausgewählt hat, weil die mich für schuldig halten und Sie Schuldige rausbrocken können, ja? Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich möchte darauf hinaus, dass ich sehr viele Fälle von fahrlässigem Verhalten bearbeitet habe, von denen manche weit schlimmer erschienen als dieser. Ihre Sitzungsnotizen haben Sie noch nicht eingereicht. Die brauchen wir jetzt dringend. Ich habe gar keine Notizen. Ernsthaft? Nein, ich mache nie Notizen. Oh, okay, aber vielleicht wegen Situationen wie dieser sollten Sie es tun. Solche Verlaufsnotizen mögen therapeutisch gesehen nicht wichtig sein, aber juristisch... Sie wollen sagen, dass ein mieser Therapeut, der sich was notiert, besser ist als ein guter Therapeut, der sich nichts notiert? Wollen Sie das sagen? Das will ich ganz und gar nicht sagen. Na, bin ich jetzt irgendein Krimineller, weil ich nie irgendetwas notiere? Das würde ich nie behaupten. Die zweite Staffel macht also gleich mit der Frage nach einem Selbstmord und einem damit verbundenen Kunstfehler auf, wobei eine zusätzliche Spitze darin besteht, dass die Anwältin, die Sie eben gesehen haben, eine ehemalige Patientin von Paul Weston war, die sich von ihm zurückgesetzt fühlt und eigentlich seine Liebe will. Sie sehen, die Fallgeschichten sind verwoben und komplex wie im richtigen Leben. Frage also, wie realistisch ist die Serie In Treatment? Um diese Frage zu beantworten, haben wir zwei erfahrene Psychoanalytikerinnen eingeladen, die jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Patienten haben. Ich begrüße sehr herzlich Margarete Mitscherlich und Marianne Leutzinger-Bohlehmer. Schönen guten Abend. Marianne Leutzinger-Bohlehmer ist geschäftsführende Direktorin am
Frankfurter Sigmund-Freud-Institut, an dem auch Margarete Mitscherlich lange Zeit gearbeitet hat, als eine der Wegbereiterinnen der Psychoanalyse. Zusammen mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich schrieb sie Die Unfähigkeit zu trauern und später weitere Klassiker wie Die friedfertige Frau oder Über die Mühsal der Emanzipation. Und jetzt gerade ist im Fischer Verlag von Ihnen erschienen das neue Buch Die Radikalität des Alters, Einsichten einer Psychoanalytikerin. Und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, weil Sie haben nämlich gestern Abend Ihre Stimme verloren, die heute im Laufe des Tages, naja, so ein bisschen wiedergekommen ist. Aber viele hätten gekniffen und gesagt, dann komme ich gar nicht. Also herzlichen Dank schon mal. Beginnen wir mal mit dem Aspekt, der gerade eben im Film aufkam, sich keine Notizen zu machen. Ist das unprofessionell? Haben Sie sich Notizen gemacht? Ich lebe nicht in der heutigen Zeit. Sie merken es selbst, mühsam mit meiner Stimme. Also in der heutigen Zeit muss man zumindestens, aber das wird Frau Leutzinger-Bohle aber viel besser beantworten können, muss man Notizen machen, weil man ja alles mit der Krankenkasse abrechnet. Ich bin ja noch in einer Zeit geboren, so ungefähr, als Analytikerin tätig gewesen, wo die Patienten privat bezahlten, wenig bezahlten oder entsprechend ihren Verhältnissen bezahlten. Aber dass die Kasse diese Behandlung bezahlt, ist zum Beispiel auch mit Hilfe meines Mannes zustande gekommen. Also heute Notizen machen. Und heute sitzt man da und hat nun die Mühen mit der Kasse. Man muss nämlich bei jedem Fall genauestens überlegen, wie weit ist man gekommen, was hat man getan und so weiter. Aber wie gesagt, darauf kann nur die Frau Leutzinger-Bohleber antworten, denn ich habe das nicht mehr mitgemacht. Ja, es ist so. Wir sind heute verpflichtet, Notizen zu führen. Es ist Dokumentationspflicht. Und das ist eigentlich auch gut so. Aus diesen Gründen, das ist ja ein Albtraum, was dem Therapeuten in diesem Film passiert. Auch, dass man sich absichern kann. Ich meine, das haben Sie in Ihren Werken ja beschrieben, das ist eine ambivalente Sache mit den Kassen. In der Schweiz zum Beispiel zahlen die Kassen viel weniger großzügig. Dafür können wir auch hier in Deutschland Patienten behandeln, die es wirklich brauchen und die kein Geld haben. Und wir kämpfen ja auch um den Erhalt der Kassenfinanzierung hier in Deutschland. Das ist auch eine Errungenschaft, aber es ist alles ein bisschen mehr formalisiert als zu Ihrer Zeit. Dieses Thema Kunstfehler, das setzt ja eigentlich voraus, und da knüpft die Serie ja an, dass es eine klare Kriterien für psychoanalytische Arbeit gibt, sodass man sagen kann, hier hast du versagt, da hast du einen richtigen Fehler gemacht und da hast du richtig gearbeitet. Kann man das Ihrer Erfahrung nach tatsächlich so klar sagen? Gibt es diese Kriterien? Ich glaube, es gibt natürlich Kriterien, indem man aus einer Behandlung eine Privatbeziehung macht. Also wenn der Analytiker plötzlich erotische Beziehung zur Patientin aufnimmt. Was in der ersten oder Staffel vorkommt. Oder sich direkt einmischt in ihr Leben. Das sind natürlich wirkliche Fehler, die geahndet werden müssen und die man als Kunstfehler bezeichnen kann. Das sind die häufigsten, sagen wir mal. Ob wir in diesem Fall, wo der Patient, wenn ich das recht verstanden habe, an sehr komplexen Beziehung zu seinem Beruf lebte und das mit, wenn er wieder damit anfing, dass mit Lebensgefahr verbunden war, das, glaube ich, hat der Therapeut nicht vorhersehen können. Aber es gibt natürlich heutzutage diese dauernden, unentwegten Prozesse mit Ärzten, nicht nur mit Psychotherapeuten. Bei der Psychotherapie ist es vielleicht besonders schwierig. Aber diese ersten Prozesse mit den beruflichen Fehlern, die haben ja ungeheure Ausmaße angenommen. Klar, aber mir scheint, insbesondere in Amerika. Klar, deshalb auch diese enorme Summe, um die es da geht. Aber mir scheint ja als Laie, dass man, sagen wir mal, bei einer falschen chirurgischen Behandlung relativ klar, obwohl es da auch schwierig sein kann, aber relativ klar sagen kann, aber in der Psychoanalyse scheint es mir im Einzelfall sehr schwer zu sein, das nachzuweisen. Also das ist gerade die Stärke dieser Sendung. Dass er ein Beispiel rausgreift, was wirklich, wir haben große Studie über Depressionen, wie Sie wissen, und da gehört zum Beispiel die Suizidgefahr, gehört zu dem Belastenden, wenn man mit diesem Patienten arbeitet. Aber man kann Patienten, auch wenn man sehr sorgfältig arbeitet, nicht daran hindern unter Umständen, dass er sich das Leben nimmt. Und das ist hier in dieser Serie eigentlich sehr eindrücklich dargestellt. Also, dass der Vater verzweifelt ist und
auch wütend, dass sein Sohn sich das Leben genommen hat oder verunfallt ist, das ist klar. Aber dass er seine eigene Betroffenheit dann so vereinfacht, dass er einfach den Therapeuten attackiert, ja. Das ist ein Albtraum für uns, weil das ist, hat sicher mit einem Kunstfehler nichts zu tun. Wir können da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das leider auch eine ziemlich komplexe Vorgeschichte mit dem Vater hat. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte auch. Ich lasse das jetzt mal raus, aber man kann das mal nehmen als, wie soll ich sagen, als einen Fall, der zeigt, dass hinter so einem juristischen Problem, also ich verklage dich als Therapeut, weil du einen Fehler gemacht hast, dass dahinter ja ein ganz anderes, nämlich ein psychologisches Problem auch stecken kann. Was ja im Grunde genommen fast wieder in die Therapie gehört, das rauszukriegen. Aber wie wollen Sie das rauskriegen? Tja. Von einem Vater, der darunter leidet, dass sein Sohn sich suizidiert hat. Sie sagen, er hat im Grunde Schuldgefühle, weil er sich sagt, ich habe mich nicht genug um diesen Sohn gekümmert. Und er verschiebt jetzt seine Schuldgefühle auf den Therapeuten. Und seine enorme Wut ist nichts wie Abwehr von Schuldgefühlen. Ja, das können wir annehmen. Aber wir wissen von diesem Vater nur, dass er rasend wütend auf diesen armen Therapeuten ist, der ja in dieser ganzen Serie für, ich weiß nicht was, immer wieder schuldig gesprochen wird. Ja. Der Konflikt, es geht auch noch über mehrere Generationen hinweg. Das ist alles zu kompliziert. Wir sehen ja jetzt gleich im nächsten Fall, zu dem wir kommen, ein sogenanntes Erstgespräch mit einer Patientin. Also eine erste Begegnung. Wie sieht normalerweise so ein Erstgespräch aus? Das finde ich auch erstaunlich gut eingefangen. Also der Therapeut bietet ja dieser Patientin einen Raum, damit sie ihre Probleme darstellen kann in der therapeutischen Beziehung. Das ist moderne Psychoanalyse, dass wir versuchen, die unbewussten Konflikte und Fantasien in der therapeutischen Beziehung selbst wahrzunehmen, weil wir es dort am besten beobachten und zusammen mit dem Patienten auch überprüfen können. Das finde ich recht gut eingefangen hier. Dann sehen wir uns das mal an, den ersten Fall. Wir kommen zu April und die lernen Sie jetzt kennen. Menschen kommen zu Ihnen mit einem wirklich großen Problem. Woran denken Sie? Ich weiß nicht. Ein Todesfall, eine Vergewaltigung. Keine Ahnung. Was Sie mir auch erzählen, ich kann damit umgehen. Ich versuche es Ihnen zu sagen. Ich kriege nur nicht die Wörter über die Lippen. Darf ich es aufschreiben? Sicher. Was hat der Onkologe Ihnen sonst noch gesagt? April. Sie hat gesagt, ich wäre im Stadium 3 und sollte umgehend mit der Chemo anfangen. Vertrauen Sie ihr? Nein. Warum nicht? Ich kann sie nicht leiden. Waren Sie allein dort? Ja. Sie wollten niemanden dabei haben? Wen denn? Vielleicht eine Freundin? Nein. Ihre Eltern? Herrgott, nein. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie gehört haben, dass Sie krank sind? Ich habe es Ihnen nicht erzählt. In unserer letzten Sitzung haben Sie mir erzählt, Sie hätten Krebs. Sofort danach fingen Sie an, mich von sich wegzuschieben. Und ich wusste, je öfter ich Sie angerufen habe, in dieser Woche, umso weniger würde ich Sie wahrscheinlich wiedersehen. Sie haben mich in dieser Woche an die 10-mal angerufen. Sie müssen sich gewünscht haben, mich niemals wiederzusehen. In der Zwischenzeit haben Sie es Kyle erzählt. Und danach fingen Sie an, ihn wegzuschieben. Sie haben sein Verhalten herabgewürdigt. Aber helfen kann er mir nicht mehr. Er gehört nicht zu mir. Es ist vorbei. Und weil er nicht mehr Ihr Partner ist, darf er Ihnen nicht mehr helfen? Es heißt alles oder nichts bei mir. So bin ich nun mal gestrickt. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, der Onkologe ist. Sie haben was? Im Grunde, April, sagt er, dass Ihr Hinauszögern der Chemotherapie ein Todesurteil ist. Sie haben mit jemandem über mich gesprochen. Ihren Namen habe ich nicht erwähnt. Sie hatten kein Recht, das zu tun. Ich bin vertraulich hier gewesen. Es wäre professionell fahrlässig, wenn ich das nicht getan hätte. Ich musste feststellen,
ob Ihr Verhalten vielleicht suizidal ist. Suizidal? Was würden Sie mir vorschreiben, was ich tun soll? Schon während der ganzen Sitzung sagen Sie mir, was ich tun und sagen soll. Sie sprechen von Ihrem Bruder. Es fällt mir auf, dass Sie andauernd versuchen zu fühlen, was er fühlt. Naja, er kann nicht beschreiben, was er empfindet. Also braucht er jemanden, der es für ihn interpretieren kann. Ihr Einfühlungsvermögen ist bewundernswert, April, aber es kann Sie auch sehr auslaugen. Wenn Sie die Gefühle anderer nachempfinden wollen, neben Ihren eigenen. Womöglich anstelle Ihrer eigenen. Es geht mir schon viel besser in letzter Zeit. Das ist Ihr Verdienst. Würden Sie eigentlich eher sterben, als schwach zu sein? Wie macht Paul Weston das? Macht er das gut, Ihrer Meinung nach? Also erstens mal ist er ein fantastischer Schauspieler. Aber es gelingt ihm schon sehr, die Authentizität und die Betroffenheit, ohne die überhaupt nichts geht in einer analytischen Therapie, auch die wiederzugeben. Man merkt, dass er sehr mitgeht emotional, dass er versucht, die Patientin zu erreichen. Und ich meine auch, wie er das technisch macht, dass er einen freien Raum lässt, die Patientin die Möglichkeit gibt, ihre Hauptkonflikte darzustellen. Das ist in dieser ersten Szene schon da. Mhm. Das ist offenbar ein Mädchen, was einen schwerstbehinderten Bruder hatte. Mhm. Und das ist wie aus dem Lehrbuch. Solche Kinder werden oft zu wenig beachtet, weil die Eltern ganz mit dem Klar, die Aufmerksamkeit ist auf dem behinderten Kind. Ja. Und denen bleibt fast keine andere Wahl, als eine Allmacht auszubilden, damit sie nicht merken, wie sehr sie zu kurz gekommen sind. Und sie bilden dann eine Fantasie aus, sie brauchen niemand. Das ist wie eine Retourkutsche. Und das sieht man in dieser ersten Szene sehr genau. Also der Therapeut beobachtet sie, dass sie auch ihn zurückweist, obschon sie eigentlich gleichzeitig um Hilfe braucht. Mhm. Weil sie das jetzt sehr kränkt, sie kann diese Abwehr der Allmachtsfantasie, dass sie niemanden braucht, von niemandem abhängig ist, also auch keine Mutter, kein Vater, kein Geliebten, kein Therapeut braucht, das bricht dann zusammen jetzt unter der Belastung der Krebserkrankung. Was ich mir sehr schwer vorstelle, hier geht es ja um das Thema Tod. Also möglicherweise stirbt sie, das weiß man nicht. Also die Erkrankung ist jedenfalls sehr schwerwiegend. Das ist keine leichte Krebserkrankung, falls es die überhaupt gibt. Haben Sie das schon mal in Ihren therapeutischen Fällen gehabt? Dass jemand, der stirbt, zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, ich habe ein Problem damit? Also ich habe niemanden gehabt, von dem, der sicher wusste, dass er oder sie sterben würde. Ich sehe ja nur bei dieser Patientin diese Einmachtsfantasie, die da zusammenbricht. Sie will nicht wissen, dass sie Krebs hat. Sie weiß es. Sie hat es ihm ja gesagt und er hat nicht reagiert mit, um Gottes Willen, Sie haben Krebs, Sie müssen sofort behandelt werden, sondern er hat gesagt, was sagt der Ontologe? Mhm. Er geht mit ihr um, er lässt ihr die Allmacht, er lässt ihr die Unterscheidung, die Entscheidung, er lässt ihr auch mit dem Ontologen zu sprechen. Aber gleichzeitig ist er natürlich Mensch und professionell genug, um zu wissen, dass er die dazu bringen muss, etwas gegen diesen Krebs zu tun. Mhm. Und sie wehrt sich aber, die Abwehr gegen das Gefühl jetzt der massiv. Allmacht und der Schwäche, die geht ja bis zum Schluss. Aber er geht wunderbar damit um, muss man sagen. Er kann, und das glaube ich ist für einen Analytiker sehr wichtig, dass wir mit den Abwehrmechanismen der Patienten, die etwas unbedingt nicht wissen wollen, nämlich, jetzt haben Sie mich nach Sterben gefragt, dass das in absehbarer Nähe liegt oder eine Krankheit oder auch eine ganz reale Beziehung, die auseinanderbricht und man will das nicht sehen. Also diese Abwehr, nicht die Patientin mit dieser Abwehr zu konfrontieren, sondern zu verstehen, sie zu verstehen, so als sie ihm das Papier überreicht, dass sie Krebs hat, sagt er eben doch nur, was können wir dabei machen? Aber nicht, du bist des Todes und deine Allmacht ist zusammengebrochen. Ich greife jetzt ein bisschen vor, was er in den weiteren Folgen macht, ist, er geht mit ihr in die Behandlung. Das ist ja was, wenn ich es richtig verstanden habe, was ein klassischer Analytiker, ich würde mal vermuten, wahrscheinlich auch ein analytisch orientierter Therapeut, niemals machen würde. Was vielleicht ein Verhaltenstherapeut machen würde, auch nicht.
Nein, ich glaube, das ist ein Bild vom Analytiker, das muss man modifizieren. Wir haben heute eine ganze Diskussion in der internationalen Psychoanalyse, das nennt man die intersubjektive Psychoanalyse. Also das ist eine Extremsituation, wenn ein Patient vom Leben bedroht ist und diese Art der Allmacht hat als Hauptabwehrmechanismus, dass er eben lieber eigentlich sterben will, das ist eine Form der Suizidalität, die er in einer Folge sehr schön aufarbeitet, dann ist auch der Analytiker, das würde ich auch so tun heute, dann muss der Analytiker quasi auch seine reale Verantwortung übernehmen, Patient nehmen und in die Klinik bringen. Das muss man nachher wieder analysieren. Und das ist ja in dieser Folge eigentlich auch sehr, sehr schön dargestellt. Das verzeiht sie ihm nicht. Also sie bleibt ja am Leben, aber das hat sie ihm nicht verziehen, dass er quasi etwas sie überrumpelt hat. Aber er hat sich für das Leben der Patientin entschieden. Und langfristig wird das wieder eine Botschaft sein, die dann wahrscheinlich für ihre psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Aber die Art, wie er es macht, ne? Die Art, wie er es macht, ist nicht ihre Abwehr zu verstärken. Ja, ich will allmächtig bleiben. Ich will nicht davon wissen, dass ich faktisch dem Krebs jetzt ausgeliefert bin, wenn ich nichts tue. Sondern die Art, wie er damit umgeht, wie er ihr Verständnis sozusagen untergründig durch sehr menschlich, wie bei einem trotzigen Kind. Ja. Wenn man das auf das, was ihn gerade trotzig stimmt, direkt anspricht, wird es noch trotziger. Wenn man aber hinten herum geht und das Kind irgendetwas fragt, was ganz etwas anderes ist, aber was im Grunde doch das Problem ist, dann hört das Kind von einem Moment zum anderen auf, trotzig zu sein. Und so ist es, sie hört auf, trotzig zu sein. Und sie lässt sich tatsächlich von ihm helfen. Aber nur durch die Art, wie er mit ihrer Allmacht umgeht, die er nicht lächerlich macht, die er nicht sagt, so absurd, wie kannst du nur so ein Gefühl haben, kein Mensch ist allmächtig, sondern die er ernst nimmt und versucht zu verstehen und mit ihr gemeinsam daran arbeitet, dass sie, auch wenn sie nicht allmächtig ist, sie am Leben bleiben kann, wenn sie versucht, die Situation so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ich weiß, dass wir das nicht ausdiskutieren können, aber wenn man das eine Stufe noch runtergeht, also das ist jetzt Todesbedrohung, ich gehe mit der Patientin in die Chemotherapie. Was in der ersten Staffel ständig vorkam als Thema, war: Lieber Therapeut, du kannst mir helfen, indem du mit mir schläfst. Ja. Sie haben eben gesagt, das ist der Kunstfehler par excellence. Warum? Ich meine, wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden, weiß ich. Was ist das Hauptproblem damit, wenn der Therapeut oder die Therapeutin das machen würde? Dafür gibt es Ethikkommission heute und so Therapeuten, die kommen auch wirklich vor ein Gerichtsverfahren. Das ist auch gut so, weil da die Abhängigkeit des Patienten vom Therapeuten ausgenutzt wird. Die erotischen Gefühle, die erotische Übertragung, das gehört in jede Behandlung rein. Aber an diesem Punkt müssen wir professionell handeln, weil das ist was anderes, eine Realbeziehung als eine therapeutische Beziehung. Es kommt leider immer wieder auch vor, aber das wird geahndet und es ist eine Katastrophe für die Patienten, die das betrifft. Okay, dann lasse ich das aber mal. Auch das. Ich habe auch einen Patienten gehabt, der absolut nicht davon abzubringen war. Der war sehr krank, dass wenn ich mit ihm schlafen würde, er gesund würde. Aber absolut sicher. Und ich konnte ihm erklären und wirklich, ich habe ihn lange gehabt und ich habe ihn schließlich aber mit großen Mühen doch zu einem gewissen Verständnis gekommen, dass er eigentlich, auch da hat Allmacht eine große Rolle gespielt, dass er nicht ertragen konnte, nicht der größte und begehrteste. Er war gar nicht, aber impotent. Aber er hat seine Impotenz nicht ertragen. Und dahinter seine Impotenz waren natürlich Größenfantasien. Und er musste auf jeden Fall zumindest jemanden, die er als sehr stark empfand, da ich ihn eigentlich gut verstanden habe und wir eine gute, verständnisvolle Beziehung hatten, auf vielen Gebieten, war das Gefühl, diese Frau muss sich entmachten. Und als er das kapiert hatte, konnte er dann schließlich auch diesen Wunsch aufgeben. Es dauerte lange. Danke. Der nächste Fall, der trifft, glaube ich, die Ängste vieler Eltern, denn es gibt viele Eltern, die sich scheiden lassen oder trennen und sich fragen, wie mache ich das jetzt mit meinem Kind oder mit meinen Kindern am besten?
Sicher nicht so, liebe Eltern, wie im Fall von Oliver, den wir Ihnen jetzt kurz vorstellen. Ich habe eine Frage. Wieso bin ich hier? Hat es dir niemand erklärt? Meine Mom sagt, wir kommen her, damit ich mich besser fühle. Mein Dad sagt, wir kommen her, weil wir es müssen. Ja. Also ich werde dir sagen, was ich weiß. Das tut mir sehr leid. Sie müssen Paul sein. Es war eine sehr verrückte Woche, aber ich weiß, das ist keine Entschuldigung. Ist er für mich? Ja, den habe ich eingesackt. Wir hatten eine Präsentation mit den Verkäufern. Deshalb bin ich auch zu spät. Das ist so seine Art. Er taucht zu spät auf mit einer Entschuldigung und Geschenken, als ob das alles wieder gut macht. Glauben Sie mir, ich wollte heute bestimmt pünktlich sein, bevor sie die Gelegenheit hat, so viele Sachen in dieser Art zu sagen. Oliver, würdest du bitte ein paar Minuten nebenan warten, ja, gut, während ich mit deinen Eltern rede? Gib her, ich nehme das. Wissen Sie, eines der Dinge, die ich aus dem Gespräch mit Oliver erfahren habe, ist, dass er eigentlich gar nicht weiß, dass sie beide sich scheiden lassen. Gibt's jemanden, bei dem es dir nicht unangenehm ist, darüber zu reden, wie du dich fühlst? Wer denn? Meine Eltern? Das ist eine Möglichkeit, ja. Also, wenn ich es meiner Mom sage, ruft sie meinen Dad an und sie streiten sich. Und über was streiten sich die beiden? Über alles. Also heute gab es Streit, weil meine Mom sagt, ich schlafe nicht genug und mein Dad sagt, ich bin nicht gesund. Ich habe den Eindruck, dass Sie eigentlich nie in der Lage gewesen sind, sich zu überlegen, wie Sie Ihre Probleme bewältigen. Würden Sie dem zustimmen? Ich würde sagen, das ist ziemlich zutreffend. Und aus dem Grund sind wir wohl nicht mehr zusammen. Also die Sache ist die, dass es für Oliver nötig ist, dass Sie die Entscheidung treffen als Team. Und es ist auch nötig, dass Sie... Es ist nötig, dass Sie es ihm unmissverständlich erklären. Andernfalls füllt er die Lücken selbst aus. Und es fiel mir auch wieder schwer zu schlafen. Ach ja? Mein Dad hat nach mir gesehen. Also habe ich so getan, als würde ich schlafen. Er sitzt manchmal an meinem Tisch und beobachtet mich. Und ich habe mir Mühe gegeben, nicht die Augen zu öffnen. Und was für ein Gefühl hattest du, als dich dein Dad so beobachtet hat? Das fühlte sich an, als wäre er ein Soldat. Einer, der mich bewacht. Ich kann auch nicht bei meiner Mom schlafen. Und spielst du ja auch vor, dass du schläfst? Ich fühle mich nirgendwo mehr wohl. Hättest du gern einen Bruder oder eine Schwester? Ich sollte einen kriegen, aber der wird wohl nicht mehr zu uns kommen. Das verstehe ich jetzt nicht. Na, meine Eltern wollten einen kleinen Jungen adoptieren. Sie sollten irgendwo nach Afrika fliegen, um ihn zu holen. Meine Mom hat mir auch Fotos von ihm gezeigt. Und was ist passiert? Sie haben dann nicht mehr über ihn gesprochen. Und dann ist mein Dad ausgezogen. Zum Beispiel ist Ihnen eigentlich klar, dass er immer noch nicht weiß, ob er nun einen kleinen Bruder haben wird? Oh nein. Was? Du hast es ihm nie erzählt? Ich glaube, man muss kein Analytiker oder Analytikerin sein. Der Junge ist auch, wissen Sie, wie der mit dem Jungen umgeht, ist auch toll. Also die Frage ist, ob man noch mal zwischen Psychotherapie und Psychoanalyse. Das ist die Frage. Können wir gleich noch mal machen. Was ich toll finde, unter anderem, ist, dass man hier an dieser Szene sieht, das eigentliche Problem hat nicht der Junge, der ja eigentlich in die Behandlung kommt, sondern das Problem haben die Eltern. Was, vermute ich, gar nicht so selten vorkommt. Es ist eigentlich die Regel, man lässt sich ja nur scheiden, weil man in eine Krise in einer Liebesbeziehung reingeraten ist. Und das ist, die Scheidungsforschung zeigt auch, es gibt verschiedene Phasen und die sind auch hier eingefangen. Also zu der ersten Phase gehört eigentlich, dass man verleugnet. Die Eltern sagen dem Jungen ja nicht Bescheid, was los ist. Sie verleugnen und denken, wenn sie nicht drüber reden, merkt es das Kind nicht. Und das Kind wird krank. Es braucht einen Prozess, und bis die Eltern quasi ihre elterliche Funktion wieder erfüllen können. Zum Beispiel akzeptieren können, dass die Ehe gescheitert ist. Dass sie dem Kind was antun und dass sie verantwortlich sind und nicht der Partner. Das ist ja in der Szene gut dargestellt. Immer der Partner ist schuld.
Nicht, man nimmt den eigenen Anteil nicht an. Und was ja häufig auch in solchen Trennungen der Fall ist, die Kinder fühlen sich irgendwann schuldig, weil die praktisch die Lehrstelle übernehmen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der obersten Gebote, zu vermeiden, dass die Kinder die Schuldgefühle haben, dass sie an der Trennung glaube, das ist sehr wichtig, dass man die Eltern sich scheiden lassen, dass die Kinder Schuldgefühle haben. Und dieser 12-jährige Junge, deren Mutter ihn immer in ihr Bett nimmt, das kommt ja auch raus. Ja. Der Vater will ihn allzu schnell selbstständig machen, beobachtet ihn, ist zu distanziert. Dort kann er sich nicht zu Hause fühlen, aber im Bett seiner Mutter fühlt er sich zu Hause. Also dieser arme Junge wird ja geradezu in den Ödipus getrieben mit den entsprechenden Schuldgefühlen. Mhm. Und er kapiert das, weil etwas in ihm natürlich, wie alle Kinder, auch der ganze Ödipus hin wie her, ist nie so stark, dass die Kinder nicht eigentlich wollen, dass die Eltern zusammenbleiben. Mhm. Er will, dass die Eltern zusammenbleiben. Und er wird ja belogen von den Eltern. Die Eltern sagen ihm nichts. Die Eltern sagen immer, haben mir meinen Bruder versprochen, damit er nicht der Einzige ist zwischen den Eltern, der immer Schuldgefühle und sich immer für damit ein weiterer Puffer Zeit entscheiden im Grunde genommen. Muss, sondern er hat gewünscht, dass ich an seinen Bruder komme, wo er wahrscheinlich eine Art Vater spielen kann und dann ganz anders ihn entziehen würde, als er jetzt von seinen Eltern, die ihn hin und her reißen, erzogen wurde. Also da, und diese Hoffnung wird ihm ja genommen, die hat er gehabt, aber sie haben mir niemals gesagt, Kind, jetzt, wo wir uns scheiden lassen, weil wir ihm nicht gesagt haben, dass wir uns scheiden lassen, haben sie ihm auch nicht gesagt, dass er keinen Bruder erwarten kann, mit dem er dann vielleicht eine ganz andere, neue Art von Beziehung aufbauen konnte, als ihm als alleinstehendes Kind zwischen zwei sich streitenden Eltern davon. Also auch das, und wir haben ja nicht jetzt hier wahllos sozusagen die guten Teile ausgesucht, also auch das ein Teil der Serie, der sehr gelungen ist. Ich nehme an, eine Menge von Eltern, die in so einer Situation stecken, fragen sich dann kurz, jetzt kommen wir sozusagen zur kurzen Service-Schiene, was mache ich denn in so einer Situation am besten? Ist natürlich sehr individuell, aber was würden Sie raten? Es gibt schon so, zum Beispiel, dass man dem Kind die Möglichkeit lässt, möglichst diese Realitäten, die das Kind hat, die Schule, seine Freunde, seine Beziehung zum Beispiel zu Großeltern, zu Nachbarn, dass man das nicht auch zerstört. Mhm. Das ist hier auch so. Die Mutter nimmt ihn und reißt ihn aus seinen ganzen Bezügen, nimmt und nimmt dem Kind daher die Möglichkeit zu erleben, dass die Welt noch ganz bleibt, ob schon jetzt gerade im Moment die Welt der Eltern zerbricht. Das ist etwas. Und dass man aushält, dass das Kind natürlich eine Wut hat, dass die Eltern versagt haben und dass es nicht weitergeht und dass man das nicht irgendwie versucht zu harmonisieren. Mhm. Diese Kinder, die haben dann emotionale Konflikte und wenn die einfach nur wieder pflegeleicht sein müssen, so tun müssen, wie das alles nicht schlimm wäre, was für die Eltern schön ist, oder? Zu denken, ja, dem Kind macht das nichts aus. Dann kann das Kind mit seinem Kummer, mit seiner Verzweiflung, kann es nirgendwo hin. Wenn Sie sagen zum Beispiel, was ja ungeheuer wichtig ist, dass die Kinder lernen, selbstständig zu sein, in der Latenzzeit, mit ihren Freunden, mit anderen Menschen, dass sie lernen, von dieser engen, ödipalen Beziehung zu den Eltern wirklich loszukommen. Das lernen sie in der Latenzzeit. Und dieser arme Junge kommt jetzt in die Pubertät, wo wieder ein neuer Triebschub ihn erwartet und wo er aber aus diesem ersten ödipalen, fast sexuellen Beziehung zu den Eltern noch gar nicht rausgekommen ist. Mhm. Also die haben dieses arme Kind die Latenzzeit verdorben, die Möglichkeit, sich unabhängig zu machen und ein eigenes Stück Mensch zu werden, das jetzt von sich aus Partner wählen kann. Aber es entwickelt sich ja relativ gut, vor allen Dingen auch, weil die Eltern allmählich kapieren, dass sie eigentlich an sich selber arbeiten müssen und Verantwortung übernehmen. Im letzten Fallbeispiel wird gewissermaßen jetzt ein Klischee bedient. Psychologen, Psychoanalytiker und Therapeuten, das sind doch Menschen, die selber Therapie brauchen. Das ist richtig und falsch, denn natürlich braucht ein guter Therapeut, um zu wissen, wann er selber oder sie selber ihre Probleme in die Therapie überträgt, viel Wissen über sich selber. Und diese Selbsterkenntnis kann er oder sie nicht zuletzt in einer eigenen Therapie erwerben oder in einer Supervision, also der Besprechung von Fällen mit Kollegen. Allerdings macht ihn das, was zur professionellen Sorgfalt gehört, längst noch nicht zum Patienten.
Paul Weston aber hat eine Krise, die mehr ist als nur ein Problem mit einem bestimmten Fall. Er selbst sieht sich nämlich zunehmend als Fall für die Therapie. Mein dämlicher Psychiater sagt, ich sollte nicht so einen Scheiß reden. Aber was weiß der schon? Und, was machen Sie so? Ich bin Vertreter. Warum entwickle ich diesen Widerstand gegen Sie? Warum komme ich den weiten Weg hierher und sage dann nur, dass ich keine Therapie will? Eigentlich habe ich die eindeutig nötig. Ich muss mir darüber klar werden, wie der nächste Abschnitt meines Lebens verläuft. Ich muss wissen, ob ich die richtige Arbeit mache. Ich muss wissen, ob ich Menschen helfen werde. Und falls ich es nicht kann, sollte ich doch wissen, was ich als nächstes tun kann. Ich bin wie meine Patienten. Ich will nicht in Therapie sein, weil ich nicht über meine Eltern reden will. Meine Vergangenheit ist in Ordnung. Nur die Gegenwart verursacht die Probleme. Ja, mein Gedächtnis ist im Arsch. Also, wie war meine Kindheit tatsächlich, Gina? Nein, bitte. Ich bezweifle doch nicht Ihre Gefühle in Bezug auf Ihre Kindheit. Gina, ich bin mit dem Konzept eines Rastergedächtnisses durchaus vertraut. Natürlich sind Sie das. Dann wissen Sie auch, dass Ihre Heiligabenderinnerung uns etwas über die ganze Phase Ihrer Kindheit verrät, nicht nur über eine Nacht. Sie hatten das Gefühl, Sie wären der Einzige, der wusste, wie schlecht es Ihrer Mutter ging. Mein Vater wusste es. Es hat ihn einen Dreck geschert. Sind Sie sich da sicher? Hätte es ihn gekümmert, hätte er sie professionell versorgen lassen. Er hätte ihr Hilfe besorgt, was er schließlich tun musste. Aber erst nachdem ich jeden Tag in der Highschool saß und keine Ahnung hatte, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme. Würden alle Messer im Block stecken? Wäre die Badewanne übergelaufen? Oder hätte sie ein Stromkabel um den Hals? Oder würde sie sich vielleicht entschieden haben, alle Schränke sauber zu machen und anzustreichen? Das ist die Frage. Was tut ein guter Therapeut, wenn der Patient dringend mehr braucht als nur das Reden? Sitzt er dann nur da und hört zu und sie endet dann auf seiner Couch? Sie wissen, Sie können nur verantwortlich sein für das, was in der Behandlung passiert, Paul. Ich meine, sagen Sie also, Sie würden ihr nicht helfen? Ich dachte, dazu wären wir auf der Welt, um uns gegenseitig zu helfen und ins Spiel einzugreifen, wenn das erforderlich ist. Glauben Sie, ich bin heute Therapeut, weil ich mich schuldig fühle, durch meine Unfähigkeit, meine Mutter heilen zu können? Nein, denke ich nicht. Gut. Womöglich sollte ich als erstes meinem Vater ein guter Sohn sein. Wie würde das denn aussehen? Ich weiß nicht, den Mann einfach besuchen. Sehen, wie es ihm wirklich geht. Ihm vielleicht die Sportseite vorlesen. Wieso waren Sie eigentlich jetzt nicht bei ihm? Weil ich viel zu tun hatte. Ich treffe meine Kinder und ich habe Patienten. Eigentlich ist es so, dass ich gar nicht hingehen will. Er stinkt und sieht schrecklich aus. Ich frage mich, ob meine Kinder kommen werden, wenn ich da bin, wo er ist. Was ist, wenn Sie das für mich empfinden, was ich für ihn empfinde? Wenn ich nun genauso bin wie er. Was finde ich jedenfalls gut gemacht ist daran, er selber sieht sich einerseits in der Rolle als Sohn seinem Vater gegenüber und selber als Vater seinen Kindern gegenüber. Also das reflektiert er sehr klar und sehr gut. Dass ein Therapeut oder ein Analytiker oder eine Analytikerin Probleme hat, weil sich das Leben verändert, weil ständig neue Probleme auf den Tisch kommen, ist, glaube ich, nicht nur menschlich, sondern normal. Inwiefern kann man durch eine Therapie, durch eine Analyse tatsächlich sich dieser Probleme so bewusst werden, dass sie, wie bei ihm, nicht störend sind in der therapeutischen Beziehung, die er hat. Oder wenn man es weiterdenkt, sogar nicht mehr störend sind im Leben. Also kann man wirklich so damit umgehen? Er hat ja ein schweres Trauma, also seine Mutter hat Selbstmord begangen. Kann man so damit umgehen, dass man wirklich frei davon wird? Ich glaube schon, Freud hat von der lebenslangen Selbstanalyse gesprochen. Das ist ja das, was eine gute Lehranalyse bringen soll, dass man nicht, wir haben es nicht in der Hand, Lebenskrisen treffen uns alle, aber wir sollten im besten Fall als Professionals ein bisschen besser mit unseren Lebenskrisen umgehen. Und das ist, ich finde, schon der schwierigste Teil für mich in dieser Sendung. Einerseits bedient er natürlich auch das Bedürfnis zu sehen, dass der Therapeut auch nur ein Mensch ist,
Das finde ich auch gut, dass wir Therapeuten nicht idealisiert sind. Aber diese Supervision und diese Therapie, das wird vermischt. Das ist ziemlich unprofessionell, was da passiert. Und dass das durcheinander geht. Also auch ein Therapeut, wenn er wieder das Gefühl hat, er kommt in so eine Lebenskrise, dass er noch mal mit Hilfe eines Kollegen an sich arbeiten muss, dann kann man das nicht machen mit einer ehemaligen Supervisorin. Da, muss, da man muss man wirklich einen zum neuen Therapeuten gehen. Ja, also das glaube ich nicht. Ja, ich weiß, zu Ihren Zeiten war das noch anders, Frau Mitscherlich, aber da haben wir was dazugelernt, würde ich denken. Das weiß ich nicht. Also, nein, es war, ich bin bei einem Analytiker, in die Analyse gewesen, in deren Schule auch der Patient auf der Couch Supervision mit seinen Patienten machte. Also, ob man, also ich würde auch zu jemandem, zu dem ich zur Supervision gegangen bin, würde ich nach wie vor auch dann gehen, wenn ich zu ihm Vertrauen hätte und das Gefühl hätte, der ist, hat eine, kann mir in diesem Fall helfen. Aber dann würden Sie sagen, jetzt machen Sie eine Therapie und nicht diesen Mischmasch zwischen Supervision aber und Therapie. Nein, ich würde nicht sagen, dass das Mischmasch ist, sondern man stellt sich an, wenn Supervision, da ist der Patient ja im Mittelpunkt. Und dann komme ich wieder und sage, jetzt bin ich im Mittelpunkt. Aber das haben wir doch gelernt, dass das nicht geht. Also mindestens unsere Generation denkt, dass man da mit dem Setting und mit der Rolle sehr klar sein muss. Aha, das mag sein, das habe ich noch nicht gelernt. Ich wäre auch nicht bereit, das einzusehen. Ja, das weiß ich. Aber weil wir gerade an dem Punkt sind, wo wir also unterschiedliche Therapiekonzepte diskutieren, mit was für einer Form von Therapie haben wir es eigentlich hier in dieser Sendung zu tun? Weil es ist ja keine klassische Analyse. Es ist eine analytische Therapie, das könnte man das sagen. Also er benutzt die analytische Technik, er benutzt auch die analytische Art, wie man in der Übertragung die Hauptkonflikte des Patienten zu beobachten und zu bearbeiten sucht. Das ist moderne Psychoanalyse. Aber es ist nicht ein Couch-Setting, also nicht eine intensive Psychoanalyse. Ja, und vor allem, die dürfen sich bewegen. Nächste Frau, warum hat Freud ursprünglich seine Patienten auf die Couch gelegt? Es hieß, Freud wollte nicht die ganze Zeit, eine ganze Stunde lang vom Patienten angestarrt werden. Aber er selber hat gesagt, wenn man so viel Kräfte loswerden kann, durch Bewegung, durch motorische Aggression, wenn man so will, kann man sich nicht auf seine Fantasien, auf seine inneren Vorgänge konzentrieren. Deswegen muss er auf die Couch. Und ich meine, man kann es auch wie hier in Gesprächssituationen machen. Vor allem, wenn man die Patienten nur einmal wöchentlich sieht, wie er das tut. Aber die Art, wie er umgeht mit den Patienten und nicht ihre Abwehr steigert, sondern dahinter ihr Ich zu erfassen vermag, nämlich direkt mit dem Patienten umzugehen, macht, dass der nicht seine Pseudoprobleme aufrechterhalten muss. Das ist die analytische. Kann ich Sie jetzt leider nicht mehr fragen. Ich wollte nämlich noch wissen, ob die bei der Drehbuchentwicklung, und Sie waren bei einem Kongress, Sie könnten das jetzt viel genauer erzählen, als ich das nur in zwei Worten andeuten kann, wie eigentlich das Drehbuch entstanden ist. Und die Leute haben alle, haben Sie mir gesagt, verraten therapeutische Erfahrung und haben einen Supervisor in Form eines Therapeuten, der ihnen half, diese Drehbücher zu schreiben. Analytikers, ja. Danke. Ganz herzlichen Dank an Sie beide und vor allen Dingen, dass Sie gekommen sind, nicht gekniffen haben, sondern gekommen sind, trotz Probleme mit der Stimme. Herzlichen Dank nochmal. Ja, Margarete Mitscherlich und Marianne Leutzinger-Bohleber. Und wenn Sie werden am Anfang sagen. Das hab ich ja schon gesagt. Wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt glauben oder sogar davon überzeugt sind, auch eine Therapie nötig zu haben, trauen Sie sich. In Amerika bedeutet, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen, schlicht sein Leben verbessern. Bei uns nehmen nur etwa 3% der Menschen mit Problemen von sich aus eine Behandlung in Anspruch. Vermutlich vor allem aus Angst, dass andere sagen, du bist ja krank und du hast eine psychische Störung. Krisen sind normal, jeder von uns kennt Krisen, sie gehören zum Leben und es ist klug, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sie zu lösen. Also, lassen Sie sich nicht verunsichern und vor allen Dingen lassen Sie sich stattdessen auf das Abenteuer ein. Jetzt können Sie sich zurücklehnen oder auf die Couch und genießen Sie die nächste Folge von In Treatment. Schönen guten Abend noch.